Corona nachgehakt. Was wir bisher wissen. Heute geht es darum, wie ansteckend sind eigentlich Kinder und inwieweit können uns die Virologen dabei helfen, zu entscheiden, ob wir Schulen und Kitas wieder öffnen können. Darüber möchte ich heute reden mit Professor Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Tropeninstitut in Hamburg. Herzlich willkommen bei Corona nachgehakt. Im Prinzip ist das ja erstaunlich. In Deutschland haben wir jetzt in den letzten Wochen jede Menge Regeln gelockert. In den Gaststätten, in den Geschäften, in den Schulen. Trotzdem sinken die Ansteckungszahlen weiter. Können Sie das erklären? Mich hat das gar nicht so erstaunt, weil es war ja von Anfang an gar nicht klar, welche der Maßnahmen, die ergriffen wurden, wirklich entscheidend sind, damit die Fallzahlen nach unten gehen. Das waren oftmals nur Modellierungen oder eben auch sogar Vermutungen. Jetzt werden wir erst sehen, welche Maßnahmen entscheidend sind. Und zum Schluss kann es so sein, dass es vielleicht ausreichend ist, diese Großveranstaltung abzusagen, dass das ein entscheidender Punkt ist und dass das Verhalten jedes Einzelnen auch sehr dazu beigetragen hat, eben diese Übertragung zu reduzieren. Das heißt, eben diese Hygieneregeln, die wir uns angeeignet haben, das Abstand halten und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in kritischen Situationen. Großveranstaltungen sind ein schönes Stichwort, weil Schulen sind ja auch sowas wie Großveranstaltungen. Das ist halt besonders umstritten. Können wir die Schulen wieder öffnen für den Regelbetrieb und die Kitas oder nicht? Ganz entscheidend die Frage, wie ansteckend sind Kinder? Was wissen wir darüber? Ja, also das ist eine sehr komplexe Lage. Wir müssen dort auch unterscheiden, wie alt die Kinder sind. Die Daten zeigen ganz klar, und das sagen auch alle Experten, dass Kinder weniger stark erkranken. Also in der Hinsicht müssen sich Eltern wenig Sorgen machen. Es gibt kaum schwere Erkrankungen bei Kindern und fast keine Todesfälle. Das ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht, die auch durch mehrere Studien so bestätigt wurde. Jetzt ist die einzige Frage, die noch im Raum steht, tragen die Kinder entscheidend zur Verbreitung des Virus bei? Und hier gibt es unterschiedliche Studienergebnisse. Ein bisschen mehr wahrscheinlich auf der Seite, dass Kinder immer Endpunkt von Infektionsketten sind. Also und nicht, sie werden angesteckt. Sie sind nicht diejenigen, die es weitertragen. Richtig, und sind wahrscheinlich nicht die, die es weitertragen. Wenn sich diese Richtung letztendlich weiter bestätigen sollte, und da müssen wir ja immer darauf drängen, eine Studie alleine wird dieses Bild nicht ändern. Wir brauchen eine Vielzahl von Studien, die auch publiziert sind, also jetzt nicht im Präprint erschienen sind. Und dann können wir uns da ein umfassendes Bild machen. Also es geht in diese Richtung. Es gibt aber auch noch Studien auf der anderen Seite, die sagen, naja, das könnte schon so sein, dass sie auch... Da würde ich eine gerne rausgreifen, weil die einfach so viel Schlagzeilen gemacht hat. Das ist die Studie unter der Leitung von Christian Drosten an der Charité. Die ist, ich fasse das jetzt mal zusammen, zum Ergebnis gekommen, Kinder könnten genauso infektiös sein wie Erwachsene. Daraus hat Drosten dann die Empfehlung abgeleitet, beziehungsweise hat gesagt, wir können eben jetzt in dieser Situation nicht empfehlen, aufgrund dieser Studienergebnisse, die Schulen flächendeckend und sofort zu öffnen. Das ist jetzt in den Fokus der Bild-Zeitung geraten. Die Bild-Zeitung hat geschrieben, diese Studie ist fehlerhaft und aufgrund dieser fehlerhaften Studie sind bei uns Schulen und Kitas nach wie vor geschlossen. Was ist da dran? Naja, das ist ein sehr komplexes Thema. Zunächst müssen wir einmal sagen, das ist keine publizierte Studie, sondern ein Präprint gewesen, eine Vorabveröffentlichung, die diskutiert wurde. Das Problem ist, dass eben eine entsprechende Kampagne entstanden wurde und dass dadurch natürlich eine sachliche, ein wissenschaftlicher Diskurs nur noch sehr schwer möglich geworden ist. Also eine wirkliche Auseinandersetzung mit diesen Ergebnissen, die normalerweise eben im wissenschaftlichen Umfeld vollkommen unproblematisch ist und stattfindet. Was wir jetzt eben aus dieser mittlerweile ja auch verbesserten Vorabpublikation entnehmen können, ist, dass wir ähnliche RNA-Lasten, müssen wir sagen, das heißt noch nicht Infektiosität, sondern einfach Erbsubstanz, ähnliche Viruslast bei den Kindern nachweisen können in einer bestimmten Population in Berlin als bei Erwachsenen. So. Daraus können wir natürlich sehr wenig schließen, was das Risiko für die Übertragung in einem Kita-Umfeld anbetrifft. Ja, also das ist ein wichtiger kleiner Baustein. Ich kann es nur noch mal betonen. Weitere Bausteine sind notwendig, um diese Frage beantworten zu können. Aber letztendlich ist die Frage auch keine Frage, die Sie alleine den Virologen stellen müssen. Ich glaube, in den nächsten Monaten, Wochen wird sich die Frage auch nicht sozusagen in diese Richtung von den Virologen beantworten müssen. Wir kommen mit Sicherheit zu einem Regelbetrieb zurück. Und die Frage, die die Virologie beantworten muss,
wie können wir das mit unseren technischen Möglichkeiten so gut absichern, dass wir frühzeitig letztendlich Ausbrüche, wenn es sie geben sollte, detektieren können und eindämmen können. Also wir als Gesellschaft nehmen uns jetzt das Ziel, wir wollen nach den Sommerferien Schulen möglichst für den Regelbetrieb und Kitas wieder öffnen. Was würden Sie als Virologe dann für Empfehlungen geben? Wie kann man das stützen, damit diese sinnvolle Sache, Kinder brauchen Bildung, nicht zum gesellschaftlichen Harakiri führt? Wir haben alle technischen Möglichkeiten, dass es eben nicht so kommt, dass wir das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben. Testungen sind dort ein ganz entscheidendes Mittel. Das wird in den Ländern, wo es auch schon zu größeren Lockerungen gekommen ist, mittlerweile auch gemacht. Man kann zum Beispiel die Lehrer wöchentlich testen, man kann bestimmte Risikopersonen verstärkt testen und kann mit diesen vielen Testungen eben von diesen anderen Vorsichtsmaßnahmen, die sich nur sehr, sehr, sehr schwer umsetzen lassen, gerade auch im Grundschulbereich, abkommen. Das heißt, wir haben hier technisch die Möglichkeit, durch Testung mehr Freiheit zu ermöglichen, haben einen guten Überblick, was in den Schulen passiert. Lehrer sind ganz, ganz wichtig, wenn wir davon ausgehen können, dass Lehrer vielleicht auch die Infektion in die Klassen tragen und dann auch zur Weiterverbreitung beitragen können. Im Gegensatz zu Kindern, wenn wir das jetzt mal postulieren, auf Grundlage der Daten, die bis jetzt da sind, dann ist es hier insbesondere wichtig, auch bei den Lehrern eben anzusetzen. Und dann kann man auch überlegen, ob man auch einen Teil der Schüler natürlich in diese Testungen mit einbezieht. Aber das ist ein ganz klarer, sozusagen ganz klares Vorgehen, was jetzt eben auch schon mittlerweile in Hessen zum Beispiel auch innerhalb einer Studie eben gemacht wird. Das heißt, wenn diese Voraussetzungen da sind, dann würden Sie mit Stand des Wissens heute sagen, kann man es riskieren, Schulen wieder für den Regelbetrieb zu öffnen? Die Voraussetzungen sind da, die technischen Möglichkeiten sind da, die Tests sind ausreichend vorhanden. Ich denke, die Geldmittel, um diese Testung durchzuführen, sollten unbedingt auch vorhanden sein, weil das ist also ein so wichtiger Aspekt und ich kann auch nur noch mal daran erinnern, dass ich von vornherein immer gesagt habe, es ist ganz, ganz kritisch zu sehen, diese Schulschließung, weil viele, viele Probleme damit einhergehen. Insofern bin ich natürlich sehr, sehr glücklich, wenn wir dort zu einem Regelbetrieb kommen und diese kritische Situation für die Eltern, aber insbesondere auch für die Kinder lösen können. Aber das immer natürlich unter Prämisse, das Heft des Handelns nicht aus der Hand zu geben, keine neuen Ausbrüche zuzulassen. Und das können wir mit den technischen Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben, erreichen. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin, wie Ansteckung eigentlich funktioniert. Eine ganz wichtige Rolle scheinen bei Coronavirus sogenannte Superspreader zu spielen. Da müssen Sie zunächst mal helfen. Was bitte ist das? Ja, das sind letztendlich einzelne Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung eben bestimmte Voraussetzungen haben, sehr viele andere Menschen anzustecken oder aufgrund der Situation in die Lage kommen, sehr viele Menschen anzustecken. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gerade unerkannt erkrankt bin und ich würde mich jetzt hier mehrere Stunden in diesem Raum mit 50 Menschen aufhalten und unentwegt reden oder singen, dann wäre das eine Möglichkeit, dass ich sehr, sehr viele Menschen in kurzer Zeit anstecke. Also man hat festgestellt beim Coronavirus, wenn es im Prinzip eine Person eine neue ansteckt, dann ist das nicht so, jede Person steckt eine an. Bei manchen anderen Viren ist das ziemlich so fair und gleichmäßig verteilt. Hier ist es eher so, da ist einer, der steckt 50 an und dafür 50 andere, die gar keinen anstecken. Genau. Das liegt jetzt nicht unbedingt an diesen Personen, dass die was in sich tragen, was so superspreaderhaft ist, sondern das liegt sehr stark an den Umständen und dann an den Ereignissen. Also zum Beispiel so eine Familienfeier, wie wir das gerade in Göttingen erleben, oder ein Gottesdienst, wie das in Frankfurt war. Können Sie das ein bisschen näher erklären, diese Superspreading-Event? Bei welchen Gelegenheiten, unter welchen Umständen findet so ein, ich sag mal, Epidemie-GAU statt? Ja, gerade unter den Umständen, die wir eigentlich versuchen zu vermeiden. Also Sie haben das ja nun schon erwähnt. Das sind meist Veranstaltungen gewesen. Wir kennen die Daten auch zum Beispiel aus Südkorea in geschlossenen Räumen, wo mehrere Menschen über einen längeren Zeitraum zusammen waren, entweder gefeiert haben oder sportliche Aktivitäten ausgeführt haben. Und das gibt dann eben den Virus die Möglichkeit, sich einfach ideal zu übertragen, sei es über Tröpfcheninfektionen oder wenn wir uns jetzt natürlich länger in so geschlossenen Räumen aufhalten, ohne Durchlüftung, natürlich dann auch über Aerosole. Das sind die Übertragungsmechanismen. Und wenn ich dann eben eine bestimmte Person habe, die auch noch eine sehr hohe Viruslast eben im Nasenrachenraum hat und die gut abgeben kann aufgrund einer bestimmten Art zu sprechen, also es gibt ja nun, manche sprechen leise, andere sprechen lauter, dann sind das Voraussetzungen, dass ich das Virus eben sehr gut übertragen kann. Aber das gibt uns ja auch die Möglichkeit, auf der anderen Seite gut einzugreifen, weil wir wissen, es gibt eben diese Superspreading-Events, es verbreitet sich nicht gleichmäßig. Das gibt die Chance dort auch, wenn man die frühzeitig erkennt, diese Infektionsketten einzudämmen und eine Weiterverbreitung zu unterbinden.
Letztendlich ist diese Epidemie nicht vorbei, solange wir keinen Impfstoff oder kein Arzneimittel haben. Fangen wir mal mit den Arzneimitteln an. Also das sind die Mittel, die wir nehmen, wenn wir die Krankheit schon haben. Da spielen zwei Namen eine ganz wichtige Rolle. Das ist einmal Remdesivir und dann Hydroxychloroquin. Was wissen wir über die beiden? Ja, das sind zwei Kandidaten, die jetzt auch sehr oft genannt werden und über die sehr oft berichtet wurde, nicht sozusagen unter anderem auch, weil Trump ja öfter auf das Hydroxychloroquin eingegangen ist. Das eine ist ein altbekanntes Medikament, Hydroxychloroquin, Chloroquin, das ist eine Klasse, die zur Behandlung von Malaria-Medikamenten oder Malaria-Erkrankungen, auch Vorbeugung eingesetzt wurde, seit Jahrzehnten bekannt ist und auch als essentielles Medikament durch die WHO definiert wird, quasi UNESCO-Weltkulturerbe eines oder für Medikamente. Ganz, ganz wichtig, auch sehr, sehr preiswert. Auf der anderen Seite haben wir Remdesivir, das ist letztendlich eine Entwicklung der Pharmafirma Gilead in den USA, ursprünglich für das Ebola-Virus, hat nicht sehr starke Wirksamkeit gezeigt und jetzt schaut man eben, ob das auch für das neue Coronavirus letztendlich hilfreich sein könnte. Das sind zwei Medikamente von vielen Kandidaten, die es gibt. Der große Vorteil wäre beim Hydroxychloroquin, dass es zugelassen ist, man kennt die Nebenwirkungen, es wäre weltweit verfügbar. Beim Remdesivir ist das nicht ganz so, es ist ja auch nicht zugelassen bei uns und dort müsste man schauen, wie gut es verfügbar ist. Ist ja auch nicht so ganz ohne, je nachdem, für was sich die Welt oder ein Land entscheidet, ja. Je nachdem, welches Mittel flächendeckend eingesetzt wird, verdient eine Firma, die dieses Mittel produziert, sehr, sehr viel Geld. Sehen Sie da Einflussnahme auf diese Entscheidungen? Ja, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, gerade wenn solche Studien eben auch publiziert werden. Und ich sag mal, dieses Narrativ, was oftmals auch in vielen Medien gespielt wird, dass die Unschuld der Wissenschaft, das ist nicht so. Es entstehen Interessenkonflikte, es sind Interessenkonflikte vorhanden bei den Wissenschaftlern, bei fast allen Wissenschaftlern. Aber das ist normal, weil wir eben auch mit der Diagnostikfirma zum Beispiel zusammenarbeiten müssen, um bestimmte Sachen zu entwickeln, aber eben auch mit bestimmten Pharmafirmen. Insofern ist es wichtig, dass damit offen umgegangen wird und darum sind solche Studien auch immer zu hinterfragen, welche Interessenkonflikte bestehen. Und gerade wenn wir uns das Beispiel jetzt Remdesivir angucken, Hydroxychloroquin, hatte ich den Eindruck, dass relativ schnell dieses Narrativ entstanden ist, Hydroxychloroquin ist ein Medikament, was ganz schlimme Nebenwirkungen hat und Remdesivir ist so ein Hoffnungsträger. Das entspricht aber überhaupt gar nicht der Realität der Daten, die wir zur Verfügung haben. Die Nebenwirkungen von Hydroxychloroquin sind gut bekannt. Das sind natürlich jetzt keine Smarties, die ich einfach so verteilen kann, sondern ich muss natürlich diese Kontraindikation beachten und darf das nur den Patienten geben, die das auch vertragen. Und für das Remdesivir trifft das Gleiche zu. Es hat genauso auch Nebenwirkungen, die eine Gabe bei bestimmten Patienten deutlich ausschließen. Aber nichtsdestotrotz sind da ganz, ich sage das mal gerade eben auch in vielen Medien, ist sozusagen dieser Eindruck entstanden, dass das eine... Das mag auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ausgerechnet Donald Trump Hydroxychloroquin empfohlen hat, hat dem Mittel nicht unbedingt genützt. Das hat dem Mittel nicht unbedingt genützt und gerade in der letzten Zeit ist auch eine Studie zum Beispiel publiziert worden in einem hochrangigen Journal, das hatte uns alle sehr verblüfft, wo letztendlich gefälschte Daten publiziert wurden, die gar nicht so existiert haben. Das hat nochmal dazu geführt, dass die WHO gesagt hat, wir stellen jetzt die klinischen Studien mit dem Hydroxychloroquin ein. Sie sind jetzt wieder aufgenommen, weil es eben rausgekommen ist, dass die Daten gefälscht sind. Da fragt man sich schon, wer hat ein Interesse daran, dieses Medikament so zu diskreditieren, so in Verruf zu bringen? Und auf der anderen Seite passiert das eben nicht, zum Beispiel beim Remdesivir. Auch bei den Ländern, wo diese Studien stattfinden, sehen wir deutliche Unterschiede. In den USA eher positive Daten, was Remdesivir betrifft, in China eher negative. Also auch dieser Konflikt kann sich dort niederschlagen und all das gilt es zu berücksichtigen. Also ein richtiger Wissenschaftskrimi, der dahinter steckt. Also soweit der Zwischenstand bei den Arzneimitteln. Die ganz große Hoffnung, Impfstoff. Können Sie uns da Hoffnung machen? Naja, ich habe Hoffnung und ich hoffe, dass es natürlich einen Impfstoff geben wird. Nur wann ist die große Frage und ob den dann auch alle bekommen können? Das ist genau die gleiche Frage, wie verfügbar ist dieser Impfstoff? Können den auch Risikogruppen erhalten, also ältere Menschen? Oftmals ist es ja so, dass es dort eben auch Kontraindikationen gibt, je nachdem, was es für ein Impfstoff ist. Ich hoffe, wir werden einen Impfstoff haben, um dann eben den auch einsetzen zu können. Zeitraum denn innerhalb von 12? Also sicherlich nicht dieses Jahr, das ist ganz klar. Wir hoffen, dass nächstes Jahr vielleicht schon Kandidaten verfügbar sein werden. Es gibt ja sehr, sehr viele Kandidaten, an denen intensiv geforscht wird. Insofern müssen wir da wirklich abwarten und ich hoffe, dass nächstes Jahr einer verfügbar sein wird. Das war Corona nachgehakt.
Heute mit Professor Jonas Schmidt-Chanaset, Virologe am Tropeninstitut in Hamburg. Herzlichen Dank.